Sender. Alle Hits für Sachsen. Und heute macht mit Mike Krüger. Tja, hallo, der Mike ist im Lande. Wieder mal. Ja, wieder mal. Ist schön, oder? Wurde dringend Zeit. Ich habe ja Entzugserscheinung. Wenn ich länger als ein Jahr nicht in Leipzig bin, das geht gar nicht. Aber ich habe es geschafft. Ich bin rechtzeitig wiedergekommen. Und wie geht's dir denn eigentlich? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Erzähl doch mal. Du, ja, ich bin gut ins neue Jahr gekommen. Ne? Bei uns ist es auch so kalt in Hamburg hab wie ich hier. Mir gedacht. Und wir haben auch richtig voll Schnee, richtig. Und ich wohne auch in der Seitenstraße, da wird nicht geräumt. Das heißt, ich bin voll am Schneeschieben und so. Alles, was die Menschen hier auch tun. Du bist ja heute Abend in der Funzel in Leipzig. Genau. Mit deinem neuen Programm. Ist das Kunst oder kann das weg? Jetzt fragt man sich natürlich, woher kommt jetzt der Titel? Woher kommt dieser intelligente Titel, Mike? Das passt doch gar nicht zu dir. Ja. Nein, das ist natürlich, dieses ganze Bühnenprogramm handelt von meinem Umzug. Ich bin ja von Quickborn nach Hamburg gezogen, was ja der ein oder andere, du weißt es natürlich. Ja, auswendig. Aber der ein oder andere weiß das natürlich noch nicht. Und dieses Thema behandle ich. Ich habe da noch Umzugskartons auf der Bühne stehen, die packe ich mir den Leuten aus und dann frage ich zwischendurch mal, was meint ihr denn? Ist das hier Kunst oder kann das weg? Und dann rufen die alle, ja, Mike, das kann weg, das wollen wir haben. Und einige Sachen behalte ich natürlich auch. Ne? Und das bespreche ich so, das ist so ein bisschen der rote Faden. Und da wollte ich es auch, sagen wir mal, nicht so Kritikern, die nicht so viel nachdenken wollen in meinen Konzerten, den wollte ich es einfach machen. Die brauchen nur anzukreuzen hinterher. Sehr schön. Du testest das ja nicht zum ersten Mal in der Funzel in Leipzig. Warum kommst du denn da? Ich bin immer in der Funzel in Leipzig. Ja, warum? Erstmal mag ich die Jungs so gerne, die das machen da in der Funzel. Die freuen sich immer, wenn Mike kommt. Und dann ist natürlich Leipzig das Publikum, wo man einfach, sagen wir mal, seine neuen Sachen am besten mal zuerst vorführen kann, weil die sind natürlich nicht so, oh, da kommt Mike, da lachen wir jetzt durchgehend, sondern die sind kritisch und haben einen super Humor und da freue ich mich schon sehr auf heute Abend. Arsch Alonso, der führt schon wieder, wenn ich mich nicht täusch. Ich glaube, ich hol mir neue Reifen und dann werde ich ihn mir greifen. Doch da kommt aus meinem Motor das Geräusch. Ratta, ratta, ra-da-da-da-da. Da, da, da. Ratta, ratta, ra-da-da-da-da. Da, da. Und ob Michael Schumacher das Rennen noch gewinnt, liebe Hörer, das können Sie nur erfahren, wenn Sie in meine Konzerte kommen, wenn der Mike wieder hier nach Sachsen aufschlägt. Am 7. April in Leipzig in der Theaterfabrik, am 8. April in Freiberg im Tivoli und am 10. April in Hoyerswerda. Vielen Dank, Mike, dass du trotz deines straffen Zeitplans immer vorbeigeschaut hast. Danke dir. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Danke. Tschüss.